Hallo und herzlich willkommen bei Papierkniff. Ich heiße Nadine, lebe in Hatting und bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin und begrüße euch total herzlich zu meiner kleinen Mini-Videoserie, die ich für euch abdrehe zum Thema Starter-Set. Beziehungsweise, was würde ich mir in mein Starter-Set packen, wenn? Also der erste Teil beinhaltet dieses Thema, wenn ich jetzt gerade Stampin' Up! Für mich entdeckt habe, noch relativ neu überhaupt mit dem Thema Basteln mit Papier und Stempeln in Kontakt getreten bin und was hätte ich mir dann da reingepackt. Jetzt in dem zweiten Teil erzähle ich euch, ja, ich bin jetzt bastelbegeistert und ich habe schon Feuer und Flamme für Stampin' Up! Entdeckt, möchte gerne bei Stampin' Up! Einsteigen. Was würde ich mir dann an eurer Stelle in dieses Starter-Set packen? Und im dritten Teil erzähle ich euch, ich bin total bastelverrückt, so wie ich es jetzt auch gerade bin, also wirklich bin. Was hätte ich mir dann da reingepackt? Ich gebe euch nur Vorschläge und Inspirationen. Ihr müsst euch natürlich da auf keinen Fall dran halten, aber vielleicht ist es ganz schön zu sehen, was hätte ich gemacht an eurer Stelle, und ich habe darauf geachtet, dass ihr diesen Wert, den ihr ausschöpfen könnt, auch wirklich voll und ganz ausschöpft und keinen Cent verschenkt. Ja, was bedeutet überhaupt Starter-Set? Ihr dürft euch Ware im Wert von 175 Euro aussuchen, zahlt aber nur 129 Euro. Es ist völlig egal was. Wie gesagt, das ist jetzt, was ich euch jetzt gleich sage. Das sind alles nur Beispiele und Inspirationen und keine Verpflichtungen. Aber es ist ja vielleicht ganz schön zu sehen, was ich gemacht hätte. Ja, dann, ihr sucht euch diese Ware aus, zahlt dafür 129 Euro, bekommt noch einiges dazu geschenkt von Stampin' Up!, Geschäftsmaterialien, Kataloge und jetzt während der Celebration noch einen super, super tollen, ich sag's jetzt noch nicht, ich zeig's euch dann nachher, auf jeden Fall noch was richtig, richtig Tolles obendrauf geschenkt. Ihr bekommt das alles ganz versandkostenfrei nach Hause zu euch geschickt und dürft dann die tollen Vorteile demnächst auch noch weiter für euch nutzen. Ich habe mal ein Video dazu erstellt mit allen Vorteilen, die ihr habt, wenn ihr bei Stampin' Up! Einsteigt. Schaut euch das mal an. Ich verlinke euch das unter diesem Video. Und ich nehme euch jetzt mit zu meinem Basteltisch. Ich hoffe, ihr entscheidet euch, in meinem Team einzusteigen. Ich werde auch unter dieses Video noch einen Link stellen, wo ihr direkt draufklicken könnt, wenn ihr möchtet und sagt, jo, genau so, ich zu dir möchte ich gerne, Nadine. Dann könnt ihr direkt bei mir so einsteigen. Oder habt ihr noch irgendwelche Fragen vorher, dann scheut euch einfach nicht und sprecht mich an, schreibt mir eine E-Mail oder wie auch immer. Ich melde mich bei euch und das ist gar kein Thema. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Ja, so, und jetzt aber nehme ich euch mit zum Tisch und ich zeige euch mal meine Auswahl. Bis gleich. So, ihr Lieben, Runde 2. Das ist jetzt mein Vorschlag an euch. Solltet ihr bastelbegeistert sein, schon ein bisschen fortgeschritten, schon die ersten Sachen zu Hause haben, so wie Papierschneider und Papierschere etc., dann empfehle ich euch folgende Dinge für euer Starter-Set, beziehungsweise ich würde es so machen. Wie ihr es nachher machen möchtet, bleibt euch ja total frei in der Gestaltung. Ihr dürft euch Ware im Wert von 175 Euro in euer Starter-Set packen, völlig egal was. Das sind jetzt einfach nur Vorschläge. Also ich lege mal los. Und zwar denke ich mir einfach, dass vielleicht bei euch die ersten Handstanzen einziehen könnten. Oder bei mir würden sie jetzt einziehen. Und zwar mit diesem Set. Das nennt sich Allerbeste Grüße. Und ihr findet dieses Set in dem aktuellen Mini-Katalog Juli bis Dezember. Und da gibt es halt eine passende Handstanze zu. Und ich erzähle euch mal einmal was über diese Sprüche. Also es sind ja jetzt nur Sprüche. Aber schöne Sprüche und wirklich vielseitig. Also ein riesiges Dankeschön, viel Freude und schöne Stunden im Kreise ihrer Lieben. Finde ich zum Beispiel auch sehr gut, weil das mal in der Sie-Form ist. Vermisst dich jetzt schon zum Geburtstag. Habt ihr schon was zum Geburtstag? Ich liebe dich über alles. Bin in Gedanken bei dir. Gutschein für dich. Finde ich auch super. Du bist die Allerbeste. Liebe Wünsche und eine Umarmung aus der Ferne. Auch schön, jetzt kommt so Richtung Weihnachten. Mit etwas Glitzer zum Fest wird es wunderbar und funkeln vor Glück soll es auch das neue Jahr. Und das ist auch sehr, sehr schön und vielseitig. Und das werde ich sehr häufig nutzen. Das wird jetzt Kerzen, Kakao und Tannenduft. Weihnachten liegt in der Luft. Also das ist super. Ja, und dann gibt es halt eine passende Handstanze zu. Das ist ein Produktpaket. Und da könnt ihr euch wunderbar so Ecken machen und Anhänger. Und ich habe die einmal gestanzt, damit ihr wisst, was ich so damit, also
falls ihr die noch nicht entdeckt habt im Katalog, was man da so mitmachen kann. Da kann man noch viel mehr mitmachen, aber jetzt so als einfaches Beispiel, wenn ihr jetzt hier diese Ecke nehmt, könnt ihr euch hier einfach so ein Etikett machen, hier noch dieses Löchlein da reinstanzen und dann habt ihr schon fertig einen Anhänger. Und wenn ihr hier diese Ecke nutzt, dann habt ihr hier so einen schönen Anhänger. Jetzt könnt ihr natürlich hier auch noch das Löchlein reinmachen oder an allen vier Seiten. Dann habt ihr ein Etikett für eine Karte, egal wie groß ihr die macht. Also ihr seid da total frei in der Gestaltung und diese Handstanze finde ich super und wirklich vielseitig einsetzbar. Deswegen würde das jetzt auf jeden Fall in mein Starter-Set landen. Das zweite finde ich auch super, weil Buchstaben und Zahlen braucht man irgendwie immer, finde ich, so für Geburtstagskarten sowieso. Und um dann auch eine Karte zu personalisieren, finde ich das wirklich super schön. Und da gibt es halt auch eine passende Handstanze dazu. Ihr habt da Buchstaben, Zahlen und halt auch so andere Ziffern. Ihr könnt hier eure Handstanze auch für andere Dinge nutzen, außer jetzt für Buchstaben und Zahlen, zum Beispiel auch aus Restdesignpapieren, die ihr habt, aus Reststücken, eine schönen Hintergrund gestalten. Ja, also das, hier habt ihr das Sternchen noch, finde ich, ist auch eine super Empfehlung. Ja, und dann hatte ich im ersten Teil schon ein Stempelset empfohlen, was jetzt auch wieder kommt, weil ich finde es einfach super. Und ja, das würde ich euch auch wirklich ans Herz legen. Fantasievolle Jahreszeiten decken alle vier Jahreszeiten ab und ihr habt, ihr seid fertig. Nein, fertig ist man ja nie und gerade wenn man bastelbegeistert ist, das ist man nie, aber ihr habt auf jeden Fall in einem Stempelset unheimlich viele Möglichkeiten. Also Muscheln für den Sommer, für den Frühling die Blumen, für den Winter die Schneeflocke, hier für den Herbst sind die Blätter, wo man kann diese Blätter ja auch anders farbig stempeln, dann ist es kein Herbst, ne? Man muss sie jetzt nicht in Rot-Orange. Ja, und dann habt ihr noch Hintergrundstempel, was ich halt auch total schön finde. Zum Beispiel diesen Pinselstrich, Kleckse und Punkte. Und ihr habt noch Sprüche. Also drei in einem. Und ich lese euch ja mal die Sprüche vor. Immer für dich da. Alles Gute im neuen Lebensjahr für dich. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Bist du einfach wunderbar. In Gedanken bei dir. Hab dich lieb. Danke. Und du bist unfassbar toll und lieb. Also das ist wirklich, ja, eins meiner Lieblingsstempelsets aus dem Katalog. Dann könnt ihr, also ihr habt schon mal drei Stempelsets, zwei Handstanzen, ist schon mega, finde ich. Dann könnt ihr euch in euer Starter-Set noch neue Stempelkissen reinpacken. Zwei Stück, wenn ihr das jetzt so macht, wie ich möchte. Weil ich habe es wirklich ausgerechnet, dass ihr auf die genau exakt 175 Euro Warenwert kommt und ihr keinen Cent verschenkt. Ihr zahlt natürlich nur 129 Euro, aber welche Farben ihr dann letztendlich nehmt, ist ja euch dann überlassen sowieso, ne? Aber ich würde diese beiden Farben nehmen, und zwar Blütenrosa und Aquamarin. Ist sowieso einer meiner Lieblingsfarbtöne. Und ich sage euch auch, warum ich jetzt diese beiden Farbtöne ausgesucht habe, weil zu diesem Stempelset gibt es ein wunderschönes Designpapier, das ich mir nämlich jetzt auch hier reinpacke. Und zwar sind diese Farben, kommen da drin vor. Also unter anderem kommen natürlich auch noch andere Farben vor, lese ich euch mal vor. Lodengrün, Mangogelb, Blütenrosa, Aquamarin, Seladon und Wildleder. Also ihr könnt natürlich auch, wenn ihr euch jetzt auch für dieses Papier entscheiden würdet, eins von den anderen beiden, von den anderen Farben nehmen. Ich habe jetzt die beiden. Ja, und dieses Papier würde ich hier auch reinpacken. Ich habe es auch schon fleißig genutzt und ich zeige es euch nochmal einmal. Also das ist auch eins meiner Lieblinge. Hier habt ihr die Muscheln. Ja, das kann ich euch, glaube ich, gar nicht mal vollständig zeigen. Ich muss mal gucken. Hier habt ihr die Schneeflocken und hier so Ornamente. Und oh, das glitzert auch so schön, weil das alles so mit Gold foliert ist. Eine Seite ist immer mit Gold foliert in der Folie und die andere nicht. Das ist so frühlingshaft. Dann ist etwas Dunkles und da ist auch Goldfolie. Guck mal, ob ich jetzt alles habe. Oder ob ich noch was vergessen habe. Ich glaube, ich habe euch jetzt jede Seite gezeigt. Also richtig schön und ja. Deswegen habe ich mich jetzt für diese Stempelkissen entschieden. Das wäre dann das nächste. Dann seid ihr aber immer noch nicht fertig. Also ihr habt immer noch nicht die 175 ausgeschöpft. Und zwar würde ich auf jeden Fall jetzt farblich passendes Band noch dazu packen. Und das ist jetzt hier in Aquamarin.
auch ja, feines Geschenkband. Könnt ihr halt wunderbar schön alles miteinander kombinieren. Und zu guter Letzt eine Packung Dimensional, weil ich finde, die braucht man immer. Und wenn ihr die einmal hier von Stampin' Up! Habt, dann wollt ihr auch keine anderen mehr. Die kleben super und ich liebe die. Und die gibt es halt in verschiedenen Größen, also einmal Mini und einmal Groß. Und ich nehme immer die aus, die Minis, also meistens die Minis. Deswegen packe ich die hier auch ein. Und somit, ihr seht, ach, nicht verstecken, so, habt ihr richtig, richtig viel. Ja, und die 175 Euro völlig ausgeschöpft. Aber ihr bekommt ja jetzt noch mehr. Und zwar während der Celebration vom, seit dem 1.7. bis zum 31.8. Gibt es ja noch das tolle neue Einstiegsangebot. Und das bekommt ihr noch oben drauf, geschenkt. Und zwar, uiuiui, das hier alles, schaut mal. Das kommt alles noch zusätzlich zu euch. Das ist dieser tolle Planer. Der lässt sich hier öffnen mit einem Magnetverschluss. Ich habe ihn noch nicht gefüllt. Ich kam leider noch gar nicht dazu, weil ich krank war und ja, ging jetzt leider nicht. Und ja, aber ich zeige euch das mal einmal gerne hier. Also hier sind so Taschen. Hier ist auch noch eine Tasche. Hier habt ihr eine Lasche für einen Kugelschreiber oder Bleistift oder was auch immer. Und der will natürlich gefüllt werden. Und da bekommt ihr so viel, so viele Einlegeblätter. Also ich finde das Wahnsinn. Und das ist für anderthalb Jahre mit Sticker etc. Also ich werde das jetzt auch alles noch füllen, wenn ich jetzt Zeit habe, in Ruhe. Und da freue ich mich schon total drauf. Das ist aber immer noch nicht alles. Ihr bekommt noch mehr. Und zwar 3 Notizbücher. Ich sage mal Blöcke, aber ich meine eigentlich Bücher. 3 Notizhefte. Einen linierten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit hier. Einen linierten, dann einen gepunkteten und einen Blanko-Notizblock. Und dann gibt es noch ein Stempelset. Das wäre dann das 4. Stempelset, was ihr hier abstauben könntet. Und das nennt sich zum Pläne schmieden und das ist extra auf, abgestimmt jetzt auf den Planer. Hier mit To-Dos und Notizen, Ziele, was man an dem Tag machen möchte, Bestellung, Wunschliste und so weiter. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch jetzt inspirieren. Ihr habt Lust einzusteigen, ihr habt Lust in mein Team zu kommen. Da würde ich mich natürlich mega drüber freuen. Und ja, unter dieses Video stelle ich einen Link. Wenn ihr draufklickt, dann könnt ihr euch direkt in meinem Team anmelden. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen vorher habt, scheut euch nicht. Schreibt mir eine E-Mail, kontaktiert mich. Ich rufe euch gerne zurück oder wir schreiben, wie auch immer, wie ihr möchtet. Ich bin auch ja, immer für euch da, also nicht nur im Vorfeld, sondern auch wenn ihr bei mir im Team seid, immer ansprechbar über WhatsApp oder Telefon oder wie auch immer. Also wir finden uns auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich auf euch und ich hoffe, ihr habt Spaß dran und kommt in mein Team. Und ja, bis hoffentlich ganz bald. Tschüss, eure Nadine vom Papierkniff.